Klaute, nein, auf Inferno. Nippes, Round und Golden hier gleich mal den ersten. Die erste Duftmarke setzen können. Zipex und Dupree, Last Man Standing, Cajun, Golden und Weiß. Auf die Finalthematik gehe ich gleich gerne nochmal ein in einem Moment, wenn wir Zeit haben. Und Clown 9 hier mit der Pistol. Round gegen Astralis erfolgreich. Die erste Runde auf Inferno. Damit kann man auf jeden Fall schon mal starten. Mal schauen, ob sie jetzt eben, wie eben gerade auf Nuke hier, direkt die nächste Runde abgeben. Dass hier wieder so ein Hin und Her am Anfang wird. Auf der Mauer drauf, hat hier gleich das Duell gegen Glaive. Dann nochmal versucht, mit ein paar Peaks da was zu holen. Zunächst der ohne Erfolg. Aber nach wie vor, will man da hier eventuell die Banane hochgehen, aber Golden holt hier trotzdem drei Zipex. Mit dem Frag, aber Weiß steht er ja auch noch mit der OMP, holt sich auch noch mal Dupree, Last Man Standing, Zipex. Wird jetzt hier auch schon eingekesselt von allen Seiten. Und das ist hier die zweite Runde für Cloud 9 und die Folgerunde tatsächlich. Nachdem man hier sogar direkt die Pistole gewonnen hat. Und im Finale ist das ja auch so eine Sache. Es ist auf jeden Fall im Endeffekt ein 3-Way-Tie. Wenn Nip gewinnt, Enz und Astralis beide verlieren. Und laut dem, was wir so bekommen haben, soll Astralis aber safe im Finale sein. In meinen Augen ist das aber nicht so safe, weil man hat ja dann nur eins gegen die jeweiligen gewonnen im 3-Way-Tie. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn, warum sollte Astralis da raus sein direkt. Also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Aber erstmal muss es dazu natürlich auch kommen. Vielleicht hat auch Astralis sowieso eine bessere Statistik, sage ich mal, als Enz und würde dann somit sowieso für Enz stehen bleiben. Dann würde das allem wieder Sinn machen. KGB erfolgreich. Avi safe raus, ja, weil die haben gegen Astralis und Enzalon und können somit die auf jeden Fall nicht vom Thron steigen. Die würden auf jeden Fall das Three-Way-Tie verlieren. Also es können wirklich nur noch Nip, Enz oder Astralis ins Finale kommen. Und Astralis ist laut den Organisatoren schon safe im Finale. Geht nur noch um das Seeding, ob sie erste oder zweite sind. Und Nip kann auch von 1 bis 5 alles werden, außer 6. Das ist auch sehr geil. Ja, Berlin rechnet noch. Das ist schön.
gelegt worden hier von Astralis, Glaive im Pit gegen Weiß. Beim Single 1, der das Ganze über lang spielt. Wir sehen es auf der Minimap. Schön, dass man das Ganze nochmal ranzoomt da. Bin noch gar nicht drauf stoßen. Ein sehr nettes Detail. Und eingesmoked, das Spray sitzt zu weit rechts. Der zieht das doch nicht durch, der zieht das doch nicht durch! Und das ist tatsächlich die dritte Runde für Cloud9. Es war so knapp eigentlich. Das hätte Glaive auf jeden Fall holen können. Ach, schlussendlich checkt er da die linke Ecke nicht genug. Steht auch sehr weit weg von der Bombe, also das Kabel war da Maximum ausgereizt. Und Cloud9, inklusive Verlängerungskabel. Das hier nach wie vor mit 5 Mann noch am Leben. Depleted 1, der ein bisschen Schaden einstecken musste. Könnte also kritisch dafür die AOG dann gegen die AOG werden. Medic hält hier nach wie vor den Winkel. Smoke wurde die Treppen geworfen. Und Automatic hätte da seine Chance gerade gehabt, den Kill zu holen. Geht nochmal durch die Flash durch. Durch die Smoke. Depree. Mit dem Assist gegen Magist, der Ultimate mit dem zweiten hinterher, wird jetzt aber getradet gegen Glaive. Der hat da auch noch mal vorher Weiß rausgenommen, damit beide Spieler von Flat gefallen. So, und geht jetzt hier auch noch mal durch die Smoke durch, wird von Glaive auf den abgehämt. Schönes Cover für Zipex. Der hier die Bombe durchlegen kann. Die erste Runde für Astralis. Also jetzt nochmal Automatic, der eigentlich alles für sein Team tut, was die Menschen mögliche war. Glaive dann da mit dem Refrag. Und auch nochmal die Bombe da verteidigt. Die CT abnimmt. Getimter Shot. Golden wird ja auch nochmal rausgenommen von Device. Automatic nochmal aufs Dach rauf. Also eigentlich auch nur aus dem Exit-Track. Den bekommt er auch gegen Device. Jetzt wäre nochmal die Waffe wahrscheinlich dran. Oder nochmal von Gegner des Mogo, aber Magisk. Passt da wirklich wie so ein Wachhund auf. Terrorists win.
Und wegen der Rundendifferenz, dann kann ja wahrscheinlich auch dann das Rasen nicht mehr von Enz eingeholt werden, weil die ja minus 8 haben. Knipp hat aber den besseren als Enz und da die ja nicht mehr gegeneinander spielen. Ah, das macht dann schon irgendwo Sinn, dass da nur noch Enz rausfliegen kann aus der Konstellation. Knipp hat da eindeutig die höchste Rundendifferenz. Macht dann also doch schon irgendwo Sinn. Also ist das Game hier so dann wirklich egal, ob jetzt hier Astralis oder Nein gewinnt. Die Astralis würde es auf jeden Fall den ersten Platz wieder möglich machen, wenn man hier gewinnt. Also es ist dann auch meine Theorie mit dem direkten Vergleich auf jeden Fall schon mal richtig. Das sollte Enz und Astralis gewinnen, steht Enz trotz allem auch der minus 8 vor Astralis am Ende des Tages. Rasch erfolgreich, die Weiß geht hier vor. Der dritte Runde auch für Astralis, damit hier wieder ausgleichen können. Und damit jetzt auch für beide Teams die Full-Buy-Round, auch wenn das hier bei Cloud9 ein bisschen weniger ausschaut. Sie haben bei Catch Me and Golden jeweils nur eine Smoke, noch sonst relativ wenig, keinen einzigen Molotow. Ja, das stimmt. Wenn beide gewinnen, ist es richtig unnötig. Aber es geht ja immer um das Wurst-Käse-Szenario, ne? Da jetzt zwei Spieler auf die Mauer rauf. Auch sehr interessantes Setup von Astralis. Doppel-Nade auf den Spot. Uglei rennt mit der Bombe zur Mitte. Man weiß, kriegt hier die Smoke auf den Kopf geworfen. Runter in die Mitte, es geht wohl Richtung Arsch ist endlich. Doch man kann sich natürlich noch nicht sicher sein, ob es hier wirklich Richtung A geht. Drei Sekunden auf der Uhr. Nach wie vor alle Spieler am Leben. Molotow und Skript. Smoke auf die A-Box, dann auf die drauf, aber Cajun holt sich gleich. Vormund haben erstmal down am Heuwagen. Auch Rush auf dem Pit-Kanal. Erfolg an den Kill machen. Die erste Kill für Astralis geholt. 8 Sekunden auf der Uhr. Jetzt fallen die Shots an die Bombe. Die wurden nicht mitgenommen. Da wird die Weiße sogar noch vom Mate angeschossen. Also, ich würde gerade mal sagen, die Runde geht. Verlieren sie im Endeffekt daran auch, dass sie die Bombe da nicht mal einkassieren können. Dass sie einfach sehr unglücklich dort gedroppt ist. Außerdem die Weiße noch nach der Zeit gestorben, dann keine. Aber wir sehen, sie prallt vom Balkon auf die andere Seite vom Heuwagen ab. Sehr eklige Situation. Ich glaube, die Weiße wollte dann da picken, indem man auf dem Heuwagen rausspringt und direkt auf den Spot läuft. Hat dann erst gemerkt, dass er keine Bombe mehr bei sich hat. Und dann war es da um sie geschehen. Vierte Runde also für Cloud9. Damit wieder das Ruder hier für sich rumreißen. Prost. Hat ja auch gegen Nip verloren. Also Enz muss auf jeden Fall gewinnen.
Beziehungsweise Nip darf über alle hier nicht so lange machen. Der Matic hier auf den Sport wartet lange, wird dafür belohnt. Hat sich Zipex 3 gegen 3 Situation wieder. Lohnt sich da selber ab. HMB konnte jetzt sogar nochmal von der CT aus Unterstützung oder nochmal Glaive of the Tree. Allerdings gegen Rush Erfolge gewesen in der Mitte. Hat da den Lurker geholt. Device. Noch bekannt hier in der Construction. Cage wird gesehen. Wie machtlos trotzdem. Weiß. Letzter Mann. Die Fire Shot. Ja, ich weiß. Ich weiß. Mit dem Ballmann auf den. Auf den einer. Jetzt geht er wieder zum B. Und kriegt er schon mal den Shot in die Seite, aber boostet hier nochmal auf den Zoom-Kübel hoch. Das ist auch gut. Wird von dem Device auch direkt gecheckt. Können wir gleich rausnehmen. Und ist auch schon schnell durchgegangen. Alle Spieler auf dem B-Spot down, alle drei. Nur noch Rush und KGB am Leben, die beide auf dem A-Spot sind. Und die werden auch wahrscheinlich die Waffe saven. Man sieht hier keine Möglichkeit mehr, das Ganze zu retaken. Das wird hier die vierte Runde für Astralis werden. Viele Flashes in der Banane. Da sieht erstmal gar keiner mehr was. Schaut man erstmal aus dem Haus und da vertrieben. So Unruhestifter. Zipex mit dem ersten Kill der Runde. Ebenfalls weiß, den er eigentlich unterstützen wollte, geholt. Automatic, jetzt der erste Spieler, der da verschiebt und auch was sehen kann. Ja, nur gefeiert durch die Smoke irgendwas eventuell anrichten können. Und wartet aber gezielt ab. Glaive sogar gegen Automatic da erfolgreich, der da aus der Construction rausstürmt gegen den CT-Spieler. Dann Rush, Last Man Standing. Dupree immer noch auf dem Balkon hier.
wartet eventuell auch eigentlich nur auf den Step. Aber beide tun sie sich hier nicht die Gefallen, dass sie eine Mucks von sich geben. Jetzt den Pitant. Sie sehen es hier auf dem Minimap. Da wird schnell verschoben. Molotov hat auch noch mal seinen Schaden. Weißlow, Backlow, Magist macht den Kill. Jemand überleben das Ganze. Fünfte Runde für Astralis, die hier wieder ausgleichen können auf Inferno. Auf ihrer T-Seite wohlgemerkt. Der Mitte schnell, Sipex nochmal den Teamkill, holt sich nochmal 3, 4, insgesamt 5, holt sich nochmal einen 6. Kill die Runde. Hat nach wie vor noch 100 AP und Sipex hier mit dem 4K-Schluss. Dupree hat noch einen Kill gemacht zwischendurch, achso. Also schlussendlich 5 Kills geholt, 4K für ihn, Dark Runde von Sipex. Wir haben jetzt ebenfalls auf 9 Kills hochkommt. Wir sehen es trotzdem Golden momentan. Auf jeden Fall ADR-Leader. 89,8. Banane hoch. So, dann hinterm Sandbag. Weiß der Backup, wo steht. Ah, die weiß immer mit dem ersten Kill gegen Golden. Aufgeben, man geht die Mitte hoch, also auch so häufig natürlich auf Inferno, dass man hier schnell die Position switcht. Was schätzt ihr mit dem ersten vom Dach aus? Wechselt auch hier wieder die rechte Position. Geht da auch nochmal durch die Smoke, aber wir sehen es, die sind schon wieder in der Banane unterwegs, also ein wahres Hin und Her hier von Astralis. Feld gegen Weiß. Weiß noch mit dem 2 hinterher. Sipex, der in der Reframe kann. 8 Sekunden auf der Uhr. Kommt hier noch mit der Bombe auf den Spot. Kann jetzt hier auch legen. Auch der Medic läuft trotzdem aber durch. Beide Spieler blind. Bombe kann durchgelegt werden. Sipex. Ohne Chance gegen Automatic. Also holla die Wald. Ist auch nochmal eine ganz kuriose Situation. Dann war er Blindenfighter gerade.
Golden wieder in der Banane aktuell da gewonnen. Ja, die Platzzahl für Astralis. Daraufhin sehr schnell wieder auf den Spot zurück. Da wird auch nochmal mit der Granate rausgeschlossen. In dem Fall ohne irgendwas anrichten zu können in dem Sinne. Mit dem ersten beiden Shots, die weiß ich keiner Refrain. Jetzt geht's hier wieder Richtung A-Spot. 10 Sekunden auf der Uhr. Caden B noch auf den Spot. Holt sich aber nur ein. Das ist da zu wenig. Spot gefallen. 2 gegen 2 Situation. Bombe wird jetzt gelegt. Muss das Ganze retaken. Aus Sicht von Cloud 9. Auf der anderen Seite könnte Astralis hier das erste Mal in Führung gehen. Trotz alledem eine sehr spannende erste bis dato. Glaive mit dem Kill gegen Weiß. Glaive wird auch dann vorgeschickt. Soll dann da weiter im Baiten. Erwartet dann nicht den zweiten Spieler in der Ecke. Weiß. Im Kill gegen Automatic. Wir sehen uns auch nochmal vom Rush hier. 1, 2. Reicht nicht. KJB auf dem Spot dann auch noch mit einem Kill. Das ist dann schlussendlich dann auch irgendwo zu wenig. Schöne Granate gegen Golden von Glaive. Versucht aus seinem Kopf, weil man glaube ich schon 100 hat, kann das sein. Geht auf jeden Fall einiges an HP abgezogen. Bombe unterdessen auf dem Baseball wieder angekommen. Man steht jetzt zwar noch mit zweimal in der Mitte. Aber die ziehen sich dann jetzt gleich auch zurück. Wobei man da wahrscheinlich auch schon handeln geht. Wie mit dem ersten Automatic hier in der Construction. Mit da im ersten wird auch nicht gecheckt von die Weiß. Also wenn er da eventuell ein bisschen auf der Eier macht, dann kann er da auch durchlaufen lassen. So allerdings wird er nicht raus. Feiere ich hier einige Wände. Uff, Nip gegen Navi. Uff. Aber Ends am Gewinn. So.
Ja, wenn ich gemerkt habe, wir sind hier in der letzten Runde gerade. Gerade ist die Möglichkeit, auf eine neunte Runde noch kommen. Weil der da gerade instant auch gleich gerefragt hat. Weiß gegen Rush, Zipex gegen Cajun B. A-Spot gefallen, Bombe wieder auf dem A-Spot rotiert, also es ist hier wirklich auf Entfernung hin und her. Du gehst eigentlich immer auf beiden Seiten so weit vor, dass du dir alles möglich hältst und dann, wo da die First Strike reinfliegen, damit gehst du mit der Bombe auf hin. Weiß für den Molotov sogar, schickt eigentlich da erfolgreich, schießt auch sehr low. Flash sitzt auch noch gut und das ist hier die nächste Runde für Astralis, damit 9 zu 6 in die Halbzeit. Wir sehen es, drei Runden in Folge. Sechs aus den letzten sieben Runden konnten sie da gewinnen. Das zeigt ja auch schon uns, dass das hier eine knappe Angelegenheit ist. Also 3 Minuten Halbzeit, wir sehen es unten. Wir sehen auch dann im Hintergrund gerade, dass es bei NiP gegen Navi weitergeht und 12 zu 3. Das ist natürlich echt eine Hausnummer, ne? Holla, die Waldfee. Allerdings auf der CT-Seite gewesen. Dessen Mann auf Überpass, das glaube ich, da ist bei Enz, kann das sein? Ja, Overpass. Also das 2 Overpass und Inferno. Was kann man dazu noch sagen zu dem Montanheizer? Also, Cloud9 eigentlich gar nicht schlecht gestartet mit den ersten drei Runden. Auch nachdem das Straße nochmal auf den 3-3 aufgeschossen hat, hat man sich dann nochmal zwei sichern können. Dann ist aber der Zug bei Astralis als Dritter ins Rollen gekommen, nachdem man da aus dem Bahnhof abgefahren ist. Hat dann dort viele Runden holen können. Cloud9 kaum noch eine Chance gegeben. Und auch die Runde wäre eigentlich für Astralis gewesen, als hätte auch viel gerne hier 10-5 stehen können. Gerade, das war wirklich Full Fokus. Jetzt auch nochmal mit der Bombe, wie unglücklich die da liegen bleibt auf dem. Ah, da war das Schiff mit wieder oben war. Das Elfen Knight hat schlussendlich die Runde geklatscht. Also viele knappe Runden auf jeden Fall dabei. Für beide Teams. Das war der letzte in der letzten Runde gerade. Und damit geht es jetzt hier auch sofort gleich weiter mit der zweiten Halbzeit zwischen Astralis und Cloud9. Ich hoffe, ihr seid nach wie vor gespannt drauf. Seid nach wie vor heiß drauf. Aber geht es hier weiter mit? Halbzeit Nummer 2. Astralis auf der CT-Seite vertreten, Cloud9 auf der T-Seite antretend. H&B zusammen mit. Den Namen und die Zahl da gerade nicht. Müsste aber Automatic sein, jo. In den. Unterwegs. Der dann eine Banane mal kurz Infos sammelt für sein Team. Wir sehen es an der Rotation. Der hatte einige gesehen.
Weiß rotiert und auch Sipex. Jetzt hier schon vor B da. Also 3-2 Setup. Muss auf Inferno ja noch nichts heißen. So, drei Spieler werden gesehen von Sipex. Die Nate zu viel. Lässt sich nochmal vor. Kommt nochmal eine Smoke rein. Die Weiß mit dem Headshot. So, die Weiße müssen strugglen. Kriegt ja keinen Kill mehr. Golden und Rush mit den beiden goldenen Kills dort. Die gegen die zwei Situationen, damit über 20 Situationen für nein, inklusive gelegter Bombe jetzt. Ah, Dupree schlägt aber nochmal zu. 3 gegen 2. 3 gegen 1. Dupree, Last Man Standings bei Astralis. Es also sein. Nehmen wir gerade nochmal die Nades da. Sipex hat aber auch ein bisschen gelächelt, muss man sagen. Ich glaube, der hat damit gerechnet, dass ihn da die Granaten um die Ohren fliegen. Molotov. Ja, die Banane hoch. Mit Rush auch erfolgreich eigentlich. Automatic nur noch 8 HP. Eine Banane. Stattdessen faltet man weiter in der Mitte. In der Mitte abgelegt. Automatic? Nee. Rush darf da die Bombe an sich nehmen und die Banane hochwandern. Auf dem Weg über die Zete ebenfalls als Lurker jetzt hier agierend. Das ist schon so weit vorgegangen, dass er jetzt hier die Verschieber gleich aufhalten wird von Astralis. Nach 5 Sekunden auf die Uhr könnte jetzt hier nochmal gefährlich werden, dass Dupree nicht eskaliert. Oh, zieht den ersten. Das sollte auf jeden Fall nicht schief gehen. Mit Gis mit der Nate gegen Rush. Golden kommt da jetzt aber durch wahrscheinlich. Magiski am Heuwagen. Nur noch den Bombenkill aus der Zeit. Das reicht nicht. Das darf nicht wahr sein. Cloud, nein. Was macht ihr hier? Sie stehen schon mit 5 Mann vor dem B-Spot. Klar, man ist da in die CT durchgegangen. Hat die Infos weit, dass man da die Verschieber wahrscheinlich dann holen kann. Aber dann rennt man in die Max 7 rein und in die CZ und die Bombe droppt meilenweit weg. Katastrophal für Cloud9, muss man nochmal sagen. Also richtiges Wurst-Käse-Szenario da gewesen. Damit also full. Aber Cloud9 hat man nochmal gekauft. Also interessant, dass man hier dann doch nochmal runterkauft. Live gegen Weiß. Einziger Kill für Astralis an der Position. Aber da sieht Automatic. Aber Automatic gegen Live auch erfolgreich. Gegen 2. Doppelt die Überzahl-Situation für Cloud9 und beide Spieler von Astralis auf dem Arsenal unterwegs. Amas UMP jetzt auch nicht die besten Waffen.
Agent B hat sich sicherlich schon geschnappt mit der M4. Worst case. Worst case Szenario. Worst Case. Kennst du das nicht oder kennt ihr das nicht? Also bei uns in der IT ist es eigentlich Running Gag, dass du zum Worst Case Szenario auf Worst Case Szenario einfach sagst. Weil es einfach sehr ähnlich ist, klingt. Ich weiß, er ist ultimativ flach, keine Frage, aber. Ah, das sagst du auch mal gerne. So, Cloud9 holt dafür sich jetzt aber wieder die Drohne. Also, kleiner Flashback hier auf Nuke. Wo es auch so ein Hin und Her war in der ersten Halbzeit, jetzt hier in der zweiten Halbzeit gerade. Nice, ersten Contact. In Zipex, Snape geht hier durch den eigenen Molotov durch, verbrennt dann auch im eigenen Molotov. Es ist der 1G. Trotzdem Kill geholt. Wichtig in der Stille für Astralis. Molotov ins Pit. Regisk. Trotzdem Automatic. Aus den Apps raus. Könnte da theoretisch Agent holen, aber der weiß sich selbst zu verteidigen. Stattdessen Golden aber auf den Spot gefallen. 1 gegen 1 Situation. Letzter Spieler bekannt. Und es ist der Kill durch Zipex hier. Und es ist hier wirklich ein Hin und Her wieder wie auf Nuke am Anfang. Und die Zeit, sie reicht auch. 10 Sekunden der Fuse geht auf jeden Fall durch. Astralis wins the round. Wir sehen die nachdenklichen Blicke hier von Astralis. Aber auch Cloud9. Wir nicht so ganz wissen, wie sie hier mit sich anfangen sollen. Und geht jetzt hier auf jeden Fall erstmal weiter. Also wir schauen auf das Equipment bei Cloud9. Joppa, Astralis, beides kein Vollbuy. Dafür reicht denn das Geld dann doch noch nicht. Die Mitte hoch, die Weiß muckt das Ganze auch nochmal ab. Versucht sich hier durch die Smoke, macht da viel Schaden noch gegen Rush. Zipex an lang, kriegt er nochmal das Schirm von Dupree. Die war auch bitter nötig. Zipex fällt nämlich. Ich kann das Ganze aber refragen. Und hier ein 4 gegen 3 erarbeiten. Astralis also nah dran an der 12. Runde. Also mit dem Shotgun Rush. Oh, Weiß fällt gegen Glaive. Die KGB Last Man Standing auf dem Spot. Legt jetzt die Bombe. Legt sie nicht mehr. Die Zeit reicht. Man geht einfach durch. Ah, auch kritisch natürlich.
erwartet er eigentlich, dass man der Wesen, wenn man den Bombenplan bekommt, so hat man ja gar nichts mehr bekommen am Ende des Tages. Aber Astral ist jetzt mit dem Fulvar in der Runde. Dann sehen wir es auch nochmal von Device gegen Rush hier, der wiederholt. Blaze hier nach oben und dann im Fallen weiterschießend. 12. Runde für Astral. Die Eagle Glock Eco bei Cloud 9. Die Automatic Steagle, die hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Die einzige hier im Team. Die macht gerade mal richtig Aua. Langige Magic. Also Automatic hatte gerade gar keinen Bock mehr drauf. Gewalt in der Herzenlauf. Astral ist schon im Save. Das ist die 9. Runde aus Cloud 9. In so einer Runde schon wieder. Aua, aua, aua hat's da gemacht aus der Diegel. Den würde ich gleich gerne nochmal aus der POV sehen in Replay. Du Blast. Layfoot sieht nochmal weiß, aber diese Schlümpfe liegt nur eine Glock. Drei Waffen dürfen sie ja mitnehmen for free. So, liebe Blast, jetzt kommen hier die Replays, oder? Automatic mit einem, Automatic gegen zwei, gegen drei. Und die haben dann am Ende auch gelangt. Gehört worden, wenn er dann kick das hier und Automatic gleich mit dem nächsten hinterher. Also falls hier gerade Werbung läuft, ich habe keine Ahnung warum. Aber irgendwie habe ich im anderen Tab keine Werbung. Hä? Gerade bin ich gerade dumm? Der Twitch da gerade an, was es nicht soll? Dann ist gut. Ich sehe bei mir gerade hier nur den Timer ablaufen für Werbung. Ohne dass ich irgendwas gemacht. Ja, dann ist gut. Dann ist alles gut. Dann ist es wohl nur ein Anzeigebug. Da können wir uns ja weiter aufs Game. Diesen Schreck gerade erst mit Herz in die Hose gerutscht. Dann. Ist halt echt so. Oh Mann, ey. So. Leif, der jetzt nach wie vor den Winkel, den Schlitz hält. Weiß läuft da rein. Ah, kann ich holen. Ah ja, Tucker. Nee, 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 so nicht. So, Granaten auf dem Baseboard, 45 Sekunden auf der Uhr, Glaive natürlich wieder geboostet, holt sich ein, holt sich zwei, holt sich drei, nee, Zipex ist mit dem dritten. Agent am Warten.
Und dann ist es hier die 14. Runde für Astralis. Da war ein ganz kurzes Replay, was wir gesehen haben. Von Glaive dort oben auf dem Blutbrühe oben drauf. Der fast da den 3K holt. Dex hat sich mal wieder mich gegönnt. Guck mal, Nip hat schon mal seine Aufgabe erfüllt fürs Finale. Aber Astralis ist hier on the way. Auch ihre Pflichtaufgabe zu erfüllen. Jetzt ist nur die Frage, wie es denn bei N steht. Device mit einem schönen 2K-Jahren lang. Extra mit Position. Holt der Wette nochmal den dritten. KGB. Und mit Gist auf jeden Fall gut im Heuwagen. Auch Automatic Down. Last und Ben Golden. An der CZ nur noch. Keine Chance. 15 zu 9 für Astralis, die damit safe das Unentschieden haben. Und damit sind sie auch schon mal safe vor NIP. Astralis damit. War noch nicht safe auf dem ersten Platz. Dafür müsste Enz verlieren. 14 zu 12 für die Giants. Also wenn ihr wirklich was Spannendes haben wollt, dann wechselt gerne darüber. Weiß nur leider nicht, bei wem das gerade läuft, aber um die Partie geht's auf jeden Fall noch. Das ist die alles entscheidende Partie, wer jetzt hier am Ende des Tages wo steht in der Tabelle. Hier am Short, schönes Brett und dann kommen hier nochmal drei schnelle Kills der Cloud 9 rein. Aber die Weiß und Magist, die wollen nochmal ein Wörtchen mitreden. Weiß Automatic, Last Man Standing, Magist sieht jetzt hier wahrscheinlich gleich mal Weiß, denn jetzt hier die Smoke faded, der muss sich nur umdrehen. Das kann doch nicht wahr sein. Automatic mit dem Kill gegen die Weiß, die laufen aneinander vorbei. Aber dadurch jetzt wahrscheinlich auch Magist dann Offguard erwischt, beziehungsweise Automatic. Oh, Magist hat gerade so ein gutes Timing. Er geht da wieder runter. Das darf doch nicht wahr sein. Weiß auf der Jagd. Also es geht hier gerade wirklich hin und her. So, jetzt müsste er ihn aber sehen. So, jetzt sieht er ihn und er verschießt. Oh. Weiß mit 8 HP gegen Magist dann noch erfolgreich. 15. Ich habe kurz mal rüber geluschert, da steht es 14 zu 13 momentan. Also gerne auf 19 Damage 3 nochmal jetzt hier wechseln. Da ist nochmal richtig Feuer in der Bude. Da entscheidet sich das alles. Der Molotov hat auch keine großen Bock da, sich weit auszubreiten, gefühlt. Mit der tiefen Smoke, die holt ihn sich aber trotzdem, nählt ihn nochmal vor, geht dann vor die Smoke. Jetzt auch den Winkel wieder. Und Astralis jetzt nochmal safen. Also 11. Runde für Cloud9, die ist damit schon mal sicher. Noch in Regel hat ein weiteres Mal zugeschlagen. Ja. Dort auf dem Särgen, da liegt gut. Geht er jetzt auch gleich hoch. Also 11. Runde, safe.
Damit geht es weiter in Runde Nummer 27. Doch nein, nach wie vor muss ich jetzt hier noch 4 Runden gewinnen, um wenigstens das Unentschieden nochmal hier zu holen. Astralis auf der anderen Seite ist nur noch eine Runde davon entfernt. Großen Schritt Richtung ersten Platz zu tun im Ranking. Bei Enz. Jetzt 15 zu 14. Enz damit auf jeden Fall im Finale. Die treten gegen Astralis an. Jetzt ist nur noch eine Seeding-Frage. Ob Enz da wirklich das 14 zu 15 zulässt. Astralis holt sich hier auf jeden Fall die 16. Runde. Die erfüllen ihre Aufgabe. Und gewinnen damit 16 zu 11 gegen Cloud9. Stehen damit auch natürlich im Finale. Keine Frage. Wir können natürlich nochmal eben kurz reinschauen, wie es denn dort überhaupt steht. Uno Momento. Ich kann mal ganz aktualisieren. Mal hier reinschauen. Ah, das wird wahrscheinlich 16-14 werden für Enz. Da steht 1 gegen... ist vorbei. 16-14 für Enz auch das Ganze. So, wir schauen nochmal rein, ganz kurz, bevor es denn gleich für euch auf den Mainstream geht, zum Standoff und Finale. Enz damit auf dem ersten Platz. Die haben den direkten Vergleich gegen Astralis gewonnen. Vom Seeding her ist das vielleicht am Ende bedeutend, wie das mit der Bandfahrt aussieht. Ich weiß gerade leider nicht für euch. Auf der anderen Seite dürfte dann Nip... Die haben ja gewonnen. Warte mal, wir können mal kurz aktualisieren. Ah, okay, ist noch nicht eingetragen. Also Nip hat gegen Navi gewonnen. Damit steht Nip auf dem dritten Platz. Die dürfen sich ihren Gegner aussuchen. Für die Fans vor Ort, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich für Giants Gaming freuen. Dass da so ein bisschen Underdog-mäßig ja eigentlich gut aufgetrumpft hat. Haben immerhin gegen Nip auch gewonnen, das Game. 16 zu 4. Also da ist dann auf jeden Fall die Revanche bitter nötig, wie ich finde. Das Ganze gibt es dann um 19 Uhr, also circa, keine Ahnung, 20 Minuten dann oder so für euch dann eben auf dem Main-Kanal. Ich hoffe, euch hat es hier Spaß gemacht mit mir. Lasst mir gerne Feedback im Forum da, Follow auf Twitter. Und ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Gleich noch viel Spaß mit Jitko, mit dem Standoff und dem Grand Final. Und damit bleibt dran, haut rein.